Klick hat's gemacht. Ja, man sieht schon im Bild, dann links, von links werde ich beschossen. Das ist ein Bösewicht. Ich hatte ihn nicht geahnt. Ich dachte, ich hätte alle schon besiegt. Was soll ich nun tun? Ich würde sagen, schieß zurück. Oh, gut. Hat sich selbst erledigt. Ja, ich mag es, wenn Probleme sich von alleine lösen. Das wollte ich nicht. Ach, guck, das ist doch die Scheiße hier. Soll ich lieber die Schrotflinte nehmen oder lieber die M9? Ja, keine Ahnung. Nathan. Gott sei Dank. Alles klar? Ja, Mann, bei mir war... Was hast du? Wer sagt mir, dass du echt bist? Das echt genug? Riecht niemals eine Knarre auf mich. Sie haben dich erschossen. Nach der Finsternis. Was? Welche Finsternis? Hör mal, du bist durchgedreht, als du das Zeug getrunken hast. Dieses Wasser. Das hat die Stadt zerstört. Nicht der Zaun Gottes. Du hast die Stadt zerstört. Die Wasserversorgung ist verseucht mit einer Art halluzinogenem Erreger. Sie wurden alle verrückt. Das also wollen Marlow und Herbert. Ja. Cutter sagte doch, sie besiegen ihre Feinde mit Furcht. Oh Mann, das dürfte reichen. Verdammt lang. Aber Moment, das ergibt keinen Sinn. Wie wollen sie das Wasser hier rausbekommen? Nein, nein, nicht das Wasser. Das, was in dem Wasser ist. Wie bitte? Okay, hör zu, lass mich mal überlegen. Salim sagte mir, dass Iram verflucht wurde, als Salomo die bösen Geister des Djinn in einem Messinggefäß einfing und in die Tiefen der Stadt goss. Na, Flaschengeist. Ich weiß, das klingt ziemlich verrückt. Und du glaubst, deshalb haben Elizabeth und die Francis Drake überhaupt erst hierher geschickt? Ja. Es gab keinen Schatz. Sie wurden Macht. Aber als Drake verstand, warum er hergeschickt wurde, brach er die Mission ab. Er log die Königin an, sagte, er hätte nichts gefunden. Er wischte dann die Spuren seiner Reise. Schrieb die Geschichte neu. Ich habe gerade kurz nicht zugehört wegen der Mieserei. Das musst du mir gleich nochmal erklären, warum er die Reise abgebrochen hat. Was sagst du? Wir gehen runter und beenden die Sache. Weil er den wahren Grund rausgefunden hat. Und das ist irgendwie nicht so cool. Den wahren Grund für was? Na, Elizabeth und John Dee wollten auch das, was Marlow. Ach so, alles klar. Und er wollte nicht Erfüllungsgehilfe sein. Genau. Das finde ich gut von ihm. Wir müssen nach unten kommen. Das ist halt ein richtiger Drake. Bist du ein bisschen traurig, dass dieses Projekt bald zu Ende ist? Nein. Ich freue mich über jedes beendete Projekt. Da hast du dich erst zweimal in deinem Leben gefreut. Ja. Warum? Ich bin Zeitlupen-Drake. Hey, er hat gegrüßt. Ja. Ich hab Marlow gesehen. Moin. Das habe ich eben schon gesehen, dass ich das da... Es überrascht mich, dass nicht längst alles eingestürzt ist. Keine Ahnung, soll das alles noch stehen? Wenn Nathan Drake da ist, wird es wahrscheinlich nicht mehr lange stehen. Finde ich gut, dass er wie ein Berserker, ich hätte das gerne gesehen, ohne die Halluzination, wie er wie so ein Berserker da durchgerannt ist und alles erschossen hat, was vielleicht gar nicht da war. Gut, ein Glück, dass du Sully dabei nicht getroffen hast. Was ist überhaupt, wo war Sully überhaupt? War er mit einmal weg? Weg, Halluzination? Wahrscheinlich ist er einfach
völlig abgefahren losgelaufen und Sully kam nicht hinterher, weil er ein alter Mann ist. Ein ziemlich fitter alter Mann. Ja. Eine Kobra. Eine Kobra. Ach, runter? Wieso sind hier Gegner? Wieso runter? Hey, endlich haben wir mal den Vorteil hier. Warum springt der denn runter, der Idiot? Ja, wir sagen, nicht runter. Ha! Damit hast du nicht gerechnet. Wieso kann ich eigentlich nicht mehr nachladen? Weil du nicht den richtigen Knopf dafür drückst. Was ist das denn? Ich glaube L2? Nee. Entschuldigung, Sally. Nee, eigentlich ist es hier schlagen. Aber er schlägt nur, statt erst nachzuladen. Vielleicht kann ich nicht nachladen, weil ich nichts mehr zum Nachladen habe. Da hast du das, 68 Schuss. Ja, vielleicht ist alles in dem einen Magazin drin. Du siehst doch, du hast ja noch 6 Schuss in dem aktuellen Magazin. Gott. Haben die Katzen gerade die Tür geschlossen? Ja, aber nicht absichtlich. Ich hab gerade einen geilen Move mit ihm gemacht. Ich hab ihn hochgepackt, fast genommen. Oh, du! Ah! Käfer konnte ihn nicht nachladen. Ich kann nicht nachladen, wirklich nicht. Früher ging das so. Darüber, dass es jetzt wieder anfängt, früher dunkel zu werden? Nein, obwohl ich bin ja eigentlich ein Mensch, der sich immer dann, wenn eine Jahreszeit beginnt, sich über den Beginn dieser Jahreszeit freut. Ja. Das finde ich auch sehr angenehm, weil dadurch freue ich mich 4-mal im Jahr. Über einen längeren Zeitraum. Und wir hatten einen unglaublich langen Sommer. Wir sind nicht in der Falle. Dicky. Wenn wir in der Falle wären, würden wir euch ja nicht töten. Brav und wurde zum Würmerfutter. Sie sitzen in der Falle. Vielleicht sterbe ich, oder? Nicht unwahrscheinlich. Das ist von dem da hinten. MC Hammer im Gesicht, mach die Gicht zum Spaß für alle, dich nicht. Also, finde ich gut mit den Jahreszeiten. Will ich mich nicht beklagen. Warum hast du es denn erst verneint? Naja, weil ich grundsätzlich, wir hatten eigentlich einen guten Sommer. Ja. Aber grundsätzlich bin ich immer eher ein bisschen traurig darüber, wenn der Sommer vorbeigeht. Weil der Sommer immer vorbeigeht. Warum rennst du jetzt den ganzen Zug? Ich dachte, hier oben ist ein Fenster von dem aus, ich besser töten kann. Ich kann auch einfach warten, bis Sully alles erledigt hat. Das könnte lange dauern. Das glaube ich auch. Eigentlich läuft der Pixie an Sully vorbei, aber er hält noch auf, das ist gut. Ich muss dir nochmal das Video angucken. Was hat er gerade gesagt? Ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber der Typ hat eine Granate zu mir hochgeworfen und Sully stand bei ihm. Und dann ist der Typ gestorben und ich habe die Granate zurückgeworfen. Auf Sully? Auf Sully, ja, und sonst war keiner mehr da.
Nur er hier, der dicke Mops, schon tot. Was? Huch! Oh, ich hab keine Primäre. Kann man davon eine primäre Waffe? Eigentlich nicht. Nee. Das ist keine nette Waffe, ne? Das ist ein MC-Hammer, das ist völlig heil. Schrot in dir. Und macht tot. Ah, ich werde es auch ein bisschen vermissen. Das Spiel jetzt? Ja. Schon ganz, ganz cool. Ich habe mal überlegt, ob wir vielleicht die Spiele, die wir durchgespielt haben, in irgendeiner Art und Weise auch bewerten sollen. Auf unsere Homepage, die es noch nicht gibt. Und wir können eine Bieb-Homepage machen. Ja. Ich verschieße jetzt ein bisschen was, aber das ist immerhin sicher. Ja. Das interessiert, glaube ich, einfach keinen. Wir ziehen noch immer doch, unser Fazit. Oder? Sehr erfolgreich sind wir doch. Was glaubst du, ist der Hauptgrund für unseren Erfolg? Ich. Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob man das Erfolg nennen darf. Ich finde, es ist erfolgreich, wenn Leute uns kontinuierlich gerne zuschauen. Ja, das stimmt. Das ist wohl. Das ist schon was Besonderes. Denn selbst Sachen, die ich gut finde, da gucke ich dann manchmal was, aber ich gucke das nicht so lang anhaltend. So wie Battlestar Galactica. Weil jetzt mir sowas hier, was wir machen. Wir haben nicht dasselbe Budget wie Battlestar. Warten lohnt sich. Ich muss jetzt einfach durchlaufen. Das klingt doch schon wieder verbogen, was die da machen. Lass sie doch. Was kann passieren, außer dass sie alles zerstören, was du besitzt? Zum Beispiel das. Oh, fick, MC Hammer! Nein, 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 nein! Oh nö, es ist wieder alles vorbei. Ich muss wieder hier nach oben laufen und mich mit dem Dickmann battlen. Es gibt bestimmt auch eine schnellere Variante, dieses zu tun. Aber ich fand die ganz cool. Ich war ja neulich im Kino und habe einen Science-Fiction-Film gesehen. Ein Science? Ja. Welchen? Elysium hieß der. Was ist passiert? Ja, endlich kommt er. Ja, genau. Ist gut, Sally. Sally ist ein Zerstörer. Sally ist zum Glück unkaputtbar. Ich habe es irgendwie auch geschafft, dieses Spiel durchzuspielen, ohne jemals Sally mit einer Handgranate zu beschmeißen. Ich weiß nicht, wie du das geschafft hast. Kann ich mir jetzt auch gerade nicht so ganz erklären. Vor allen Dingen, warum? Wie bist du jetzt eigentlich gerade gestorben? MC Hammer. Aber du wusstest doch, dass MC Hammer da ist. Wie konnte das trotzdem passieren? Ja, aber ich wollte es dann doch mit allen aufnehmen. Er hatte noch Freunde und ich wusste nicht, wer von ihnen MC Hammer ist. Andere Mobs. Zehn Schuss. Guck mal, es ging schneller als eben. So, und jetzt ist nämlich das Problem folgendes. Das. Unter anderem. Dauerbeschuss ist das Problem. Ich würde ja auch einfach mal da rausgehen. Möglichst lebendig. Ne, das habe ich gemacht. Ich bin rübergelaufen, das andere Ende, und dann kam MC Hammer von vorne. So, nochmal. Wenn MC Hammer dich nicht sofort trifft, bist du ja im Laufen unzerstörbar sozusagen. Da ist er ums Eck. Und da kommen noch zwei andere Kollegen von ihm. Das sind wirklich Kollegen, ne? Das sind Arbeitskollegen sozusagen. Ja. Die verlassen morgens das Haus, nachdem sie gefrühstückt haben und irgendwie sich rasiert haben. Sagen, Schatz, ich gehe mal eben zur Arbeit.
Und ja, das war dann das Letzte, was sie zu dem Schatz gesagt haben. Ich muss deinen Platz einnehmen. Das war so sicher und gut. Gleich hast du das war MC Hammer. Keinen Schuss. Das Ach, war, nix. Nee, rechts war MC Hammer. Ja, der rechts ist auch noch ein MC Hammer. Das sind zwei MC Hammer. Aber wo ist er rechts? Oben? Sind die wohl privat angestellt oder irgendwie beim irgendeinem Konzern? So eine Zeitarbeitsfirma. Ja, wie das kann sein. Da hat Manu angerufen, ich hätte gern 12.000 Soldaten, schwer bewaffnet und mit Kampferfahrung. Und am besten wäre es, wenn die alle sich relativ ähnlich sehen. Dann hat die Zeitarbeitsagentur gesagt, kein Ding. Haben wir da. Da wird so ein Geschäft lohnt sich so. Da wird häufiger nachgefragt. Gut, dass sie diesen Monat anrufen. Letzten Monat war gerade alles ausgebucht. Du hast keinen Schuss mehr, nix. Ja, ich weiß. Das ist nicht mal eine Grenade. Oh Gott. Kratos wäre hilfreich an deiner Seite. Oder Stadtmeiner. Ja, aber ich glaube, der würde jetzt so das Kulturelle nicht so zu schätzen wissen. Ich sag dir, ich kann nicht nachmachen. Ihr seid so doof. Hier sind so Rumpelfreunde. T-Bolt Sniper, MC Hammer will ich alles nicht. Wieso willst du denn MC Hammer nicht? Nee. Alter, bist du doof? Na, vielleicht statt der. Na, ich hab hier 30 Schuss immerhin durch. Na gut. Nein. Geh doch mal einen Schritt in irgendeine Richtung. Hast du gehört? Nachdem er 6-mal versucht hat aufzunehmen. Der war nicht lustig über mich. Genau, da lag ein Sarg. Hast du das so, ja, hast du das gehört? Da ist Indie drin. Oh Mann, ey. Ich hab's nochmal zugelernt. Sie haben neue Moves aufgeladen. Die haben die Moves. Kacke, die kriegt ihr niemals hin. So, alles bereit fürs große Finale ist es in dieser Höhle. Ah, Granate! Oh Mann, ich wollte in der Videopause ein Video zeigen. Hab ich vergessen. Bist du auch schon so gespannt, was es zu essen gibt? Ach ja. Okay, das war nicht der beste Zeitarbeiter, würde ich sagen. Warte mal nach. Kann ich nicht! Auf dem, drück mal Viereck. Das mache ich immer. Das ist auf der Nachladeknopf. Das ist ja sehr kurios. Und wenn du Kreis drückst, passiert nichts. Nee. Die hatte doch nicht nur eine Waffe hier, ihr beiden. Also kann ich nicht mehr laufen plötzlich. Nix geben. Naja, wir gehen auf jeden Fall ins Wasser. Oh cool, wir auch. Ja, schön. Das Video ist zu Ende nach dieser Sequenz. Ich bin so gespannt, wie sie weitergeht. Oh. Bis zum nächsten Mal. Euer Pong.